Hey Leute, what up? Ich schminke heute so ein richtig schönes Full Face mit allem drum und dran, ohne irgendwo hin zu müssen. Einfach nur so, weil ich Bock drauf habe. Meine Spänkchen, die ich mir eben im DM geholt habe, womit ich mich so circa 6 Jahre alt fühle, die habe ich nicht ohne Grund gekauft. Ich möchte nämlich unbedingt die Neon-Palette von Huda Beauty heute benutzen. Ich habe die Schimmertöne aus dieser Palette schon sehr oft benutzt und ich liebe die Schimmertöne, einfach weil die so einen feinen Glitzer enthalten und wenn ihr im richtigen Licht steht und dieses Licht auf eure Augen fällt, das ist einfach nur traumhaft. Ich weiß nicht, wie die mit dem Pinsel aufgetragen sind, habe ich noch nie ausprobiert. Die funktionieren einfach nur bombenhaft mit dem Finger. Es ist fast, als wäre es ein gepresster Glitzer. Ich kann sie nicht so richtig beschreiben. Schaut sie euch einfach mal im Laden an, wenn ihr die Chance dazu habt. Ich finde sie wirklich wunderschön. Aber ich möchte heute gerne mit diesen beiden Grüntönen aus der Palette spielen, in der Hoffnung, dass eine Mischung aus den beiden eine ähnliche Farbe wie meine Spänkchen ergibt. Da ich nicht weiß, wie krass der Look werden wird, fangen wir mit den Augen an und deswegen hole ich euch erstmal so ein Ticken näher ran. Ich habe vor einer Zeit die Hanadi Beauty Dazzling Palette zugeschickt bekommen. So sieht das gute Stück aus. Und ich finde es halt richtig schön, um warme Brauntöne zu kombinieren mit Neon, Gelb, Grün, was auch immer das ist. Deswegen möchte ich, glaube ich, diese Reihe benutzen, um mir so ein bisschen die Base zu schaffen und dann mit dieser Huda Beauty Palette mir so ein Pop of Color zu geben. Wisst ihr? Ich habe die einmal benutzt. Die war so krass pigmentiert, dass ich so dachte, ich klopfe mal ein bisschen mehr ab. Ich habe mir, falls ihr es noch nicht gesehen habt, in meinem Shopping Haul, ich verlinke euch den gerne mal hier oben, den Concealer von Fenty Beauty geholt. Und ich werde den heute einfach mal als Lidschattenbase ausprobieren. Meine Hautpflege trage ich übrigens bereits. Ich glaube vor allem, weil ich mich immer so neutral für die Arbeit schminke, habe ich umso mehr das Bedürfnis, dann an so freien Tagen oder wenn ich die Gelegenheit dazu habe, Farbe auf mein Auge zu klatschen. Ich benutze jetzt mein loses Puder von Fenty, einfach um das so ein bisschen zu setten. Denn vor allem, weil diese Lidschattenpalette so stark pigmentiert ist, traue ich mich jetzt nicht so richtig, um einfach direkt mit dem Lidschatten reinzugehen. Und ich mag das eh, meine Base so ein bisschen zu setten. Vereinfacht es einfach. Ich benutze dann jetzt hier Desert. Das ist ja der hellste Ton aus der Palette. Und wow. Schaut mal bitte, wie viel Produkt mein Pinsel aufgenommen hat. Deswegen klopfe ich halt meinen Pinsel sehr stark ab. Dann fange ich hier, seht ihr? Das ist halt krass. Dann fange ich im äußeren Bereich an, in meine Lidfalte aufzugeben. Ich möchte gerne, dass mein Augen-Make-up so zuläuft heute. Also ich ziehe das hier auch ein bisschen weiter mit raus. Dieser Blenderpinsel ist auch aus dem BH Cosmetics Eye Essential Set. Ich bin jetzt nochmal ein bisschen mehr Farbe reingegangen, um ein bisschen mehr zu intensivieren. Echt krass pigmentiert, da muss man schon echt vorsichtig sein. Sie lassen sich aber auch echt schön verblenden. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwie voll das fleckige Augen-Make-up hat, weil die so stark pigmentiert sind oder so. Die Schimmertöne habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn ich so eine bestimmte Form haben möchte, wofür ich dann den Lidschatten ein bisschen weiter rausziehen muss, gucke ich ganz gerne in einen größeren Spiegel, weil ich finde, dass man da die Form, die man bisher erschaffen hat, so ein bisschen besser erkennen kann als in so einem kleinen Handspiegel. Jetzt benutze ich den 227 von Zoeva und diesen Ton hier. Das gebe ich mir hier so auf den Außenwinkel auf. Und ziehe das so leicht Stück für Stück ganz vorsichtig mit raus. Das Dunkelbraun jetzt hier auch noch so ein bisschen weiter nach vorne, damit das gleich einen schöneren Kontrast zu dem Neongrün-Gelb bildet. Ich glaube, für meinen persönlichen Geschmack sind sie etwas zu stark pigmentiert. Weil meine Anastasia Beverly Hills Palette, die bröselt auch und die ist auch stark pigmentiert. Aber hier muss ich echt schon vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel nehme. Auch wenn es sich trotzdem ausblenden lässt. Aber es ist halt so, oh,
so viel Farbe wollte ich gar nicht. Ich habe hier so einen fast weißen Concealer von Huda Beauty. Das ist die Nummer 00G. Ich hätte hier auch den Melted Shadow von Huda Beauty in der Farbe Limelight. Das ist auch so eine neongelbe Farbe. Aber diese matte Farbe wirkt so ein bisschen streifig und zu durchsichtig auf mich, um mir jetzt eine schöne, ebenmäßige Grundlage für die Neon-Lidschatten zu schaffen. Deswegen möchte ich das lieber mit diesem Concealer machen. Ich benutze den Concealer von Huda Beauty generell ganz gerne als Lidschattenbase. Unter den Augen nicht so, aber als Lidschattenbase finde ich den gut. Dann nehme ich das auf mit dem Sigma E54. Das ist einfach so ein Flat Shader Pinsel. Erstmal auf diesem Auge. Das tupfe ich dann einfach auf. Oh ja, das wird mir eine gute Base geben, weil der eine ziemlich gute Deckkraft hat. Einigermaßen matt antrocknet. Bis so zur Hälfte in etwa möchte ich das auftragen. Und dann würde ich jetzt einfach einen relativ sauberen Blenderpinsel nehmen und hier nochmal so an den Kanten entlang fahren. Und nochmal so ein bisschen mit dem Pinsel, womit ich das dunkle Braun aufgegeben habe, hier über den Übergang fahren. Wenn ihr jetzt nicht so Fan von buntem Lidschatten oder so seid, könntet ihr jetzt auch einfach so einen schönen matten Ton hier drauf geben. Dann habt ihr auch ein richtig geiles Augen-Make-up. Lashes oder eine Wimperntusche und sitzt. Aber ich möchte ja jetzt das mit dem Neon machen. Ich gehe einfach in beide rein direkt. Einmal in den Ton und in den Ton. Oh. Heftig. Boah, wie geil. Ich nehme noch einmal hier meinen großen Blenderpinsel zur Hand. Das ein bisschen softer zu machen. Und jetzt gehe ich noch einmal mit dem etwas helleren Ton darüber. Das ist ebenmäßig, oder? Ja, ich glaube schon. Andere Seite. Ich weiß zwar nicht, ob beide Seiten gleich aussehen, but I really don't care. Ich bin happy so damit, also machen wir weiter. Ich habe mir von NYX einen Kajalstift in der Farbe Light Brown geholt. Guck mal, wie das aussieht. Auf dem Dunkelbraun sieht man das kaum, aber um mir hier so ab der Hälfte des Auges ein bisschen mehr Lift zu geben, ist es, glaube ich, ganz gut geeignet. Es macht so einen minimalen Unterschied. Das war's fürs Erste auf jeden Fall mit den Augen, deswegen habe ich euch jetzt erstmal rausgezoomt. Als ich eben im DM war, habe ich mir auch von NYX Bare With Me Tinted Skin Veil geholt. Ich habe die Farbe Vanilla Nude gewählt. Auch wenn man normalerweise ein Produkt testet, indem man es nicht mit irgendwas anderem mischt, möchte ich heute so ein bisschen gegen die Regeln verstoßen. Weil ich möchte das voll gerne mit meiner Fenty Foundation mischen, weil die Fenty Foundation mir doch einfach so einen ganz kleinen Ticken zu trocken ist. Sie sieht eigentlich, wenn ich meine Haut gut pflege vorher, überall gut aus, außer an meinen Mundwinkeln und an meinem Kinn. Da das ein luminöses Finish haben soll, wollte ich die gerne miteinander mischen. Fenty wegen Deckkraft, Haltbarkeit, perfekte Farbe, NYX wegen Glow. Fenty ist auf jeden Fall gelber und dunkler. Die Seite ist Fenty, die Seite ist NYX. Ich werde diesen Tinted Skin Veil von NYX irgendwann auch nochmal so testen, ohne ihn zu mischen. Nur heute wollte ich die beiden unbedingt mischen. Ich mache es mal mit dem Schwamm. Ihr merkt, ich habe noch nichts gesagt, weil ich mir gerade voll unsicher bin, was ich davon finde. Make-up lange nicht mehr mit dem Schwamm aufgetragen. Also ausschließlich mit einem Schwamm jetzt. Bisschen trocken an meinen Mundwinkeln ist es immer noch, aber das kann man nicht vergleichen damit, wie die Fenty Foundation alleine getragen an mir aussah. Boah, ich sehe gerade so blass aus im Bildschirm, aber Fakt ist, ich bin halt auch einfach hell. Was soll ich dann machen? Fenty Concealer in der Farbe 185. Concealer ist einfach etwas sehr Schönes im Leben.
Jetzt habe ich die Kante ein bisschen schärfer gemacht, als ich eigentlich vorhatte. Deswegen nehme ich einfach mal kurz einen sauberen Blenderpinsel und mache das wieder so ein bisschen weicher. Ihr habt ja gesehen, dass ich jetzt nicht extra nochmal Concealer hier auf meinem Nasenrücken, Oberlippe, Kinn und meiner Stirn aufgegeben habe. Ich gebe einfach nur das übrige Produkt, was jetzt auf meinem Schwamm noch ist, so ein bisschen da drauf. Ich finde, oft gibt man sich dann zu viel auf und ist dann plötzlich das ganze Gesicht so hell, wie der Concealer eigentlich nur sein sollte. Zum Setten unter meinen Augen benutze ich das Puder von Fenty in der Farbe Butter. Ich blende aber erst jetzt hier alles, was ich in diesen paar Minuten absetzen konnte, nochmal auf. Und ich habe das vor ein paar Tagen, dieses lose Puder, auch auf meinen Concealer aufgetragen mit dem noch feuchten Schwamm, mit dem ich auch meinen Concealer eingearbeitet habe. Aber da sah das danach plötzlich viel dunkler aus als das eine Mal, wo ich es euch im Video gezeigt habe. Und in dem Video habe ich eben einen Pinsel benutzt, um es aufzutragen. Deswegen mache ich das jetzt wieder mit einem Pinsel. Das ist von BH Cosmetics die Nummer 2 aus diesem Pinselset mit diesen türkisenen Griffen. Falls ihr mal Pinsel von BH ausprobieren möchtet und nicht so genau wisst, wo ihr anfangen könnt. Das ist einer meiner Lieblingssets, weil diesen Pinsel benutze ich gerne für Blush, ebenso wie für Puder. Dann gibt es auch noch diesen großen Pinsel, den ich gerne für Bronzer benutze oder auch für Puder. Und diesen kleinen Pinsel, den ich gerne für Highlighter benutze. Da ist auch noch so ein abgeschrägter, fluffiger Pinsel drin. Den benutze ich gerne für Foundation, bevor ich sie dann nochmal mit einem Schwamm einarbeite. Oder auch für eine Kontur kann man ihn benutzen. Nur ich konturiere halt eigentlich so gut wie nie. Aber es hat sich jetzt schon wieder abgesetzt. Setzt sich bei mir unglaublich krass in Falten ab. Dieses Puder riecht so gut. Also jetzt wahrscheinlich nicht so gut für Leute, die nicht so gut mit Düften und so in Produkten klarkommen. Aber ich finde das einen wahren Genuss. Das von Huda Beauty war mir in manchen Momenten schon zu stark parfümiert. Der Geruch von diesem ist schon etwas dezenter als das von Huda Beauty, auf jeden Fall. Hier hat sich meine Foundation so ein bisschen komisch abgesetzt. Also irgendwas will gerade nicht so richtig. Ich weiß nur nicht, was es ist. Ich benutze dann jetzt einen Blush. Der ist von Jane Iredale Copper Wind Pure Pressed Blush. Ich finde so Neongrün halt voll schön in Kombination mit so Peach. Es ist mir so oft passiert, dass ich mir Bronzer aufgetragen habe und dann Blush aufgetragen habe und mit dem Blush irgendwie den Bronzer entfernt habe, komischerweise. Deswegen habe ich jetzt einfach die Reihenfolge davon geändert und trage erst meinen Blush auf und dann meinen Bronzer. Als Bronzer nehme ich den Invisible Bronze von Bare Minerals in der Farbe Fair to Light. Und den tupfe ich mir natürlich auch erstmal auf, weil ich habe ja nicht abgepudert. Hier noch so ein bisschen. Da ich mir noch nicht sicher bin, ob ich überhaupt was unter meinen Augen machen möchte, werde ich jetzt erst meine Augenbrauen machen. Für meine Augenbrauen habe ich auch was Neues. Wenn ihr richtig lange schon auf meinem Kanal seid, dann könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich mal ein Flop-Produkte-Video gemacht habe, in dem ich mich voll krass über den NYX Eyebrow Pencil aufgeregt habe, weil der mir einfach gar nicht gefallen hat. Ein paar Jährchen sind vergangen. Ich wollte ihn nochmal ausprobieren. Ich habe mir die Farbe gekauft, Ash Brown. Ich mache mir aber Musik an währenddessen, dann sage ich euch gleich Bescheid, ob der mir gut gefallen hat oder nicht. We'll be right back.
Ich habe eine Augenbraue fertig. Update. Die Formel hat mir gut gefallen. Das Ding ist nämlich, mein LA Girl Augenbrauenstift, den ich ja wirklich schon seit Ewigkeiten benutze, der gefällt mir in der letzten Zeit nicht mehr so gut, weil selbst wenn ich über eine Stelle nur dreimal drüber fahre, fängt er sich schon so ein bisschen in so Klumpen an zu sammeln. Ich weiß nicht, ob meine einfach all ist, dass er ein bisschen ausgetrocknet ist oder so, oder ob sich mein Geschmack da einfach geändert hat. Aber das hat mir halt nicht so gut gefallen. Und ich habe den von NYX geswatcht im DM. Und da war es halt der Fall, dass ich da mehrmals über eine Stelle drüber gehen konnte. Und da haben sich noch gar keine Krümel gebildet oder so. Und erst als ich es wirklich 5-6 Mal oder so gemacht habe, da haben sich dann angefangen, Krümel zu bilden. Aber das war jetzt halt auch so. Ich habe gar keine Krümelchen. Es sieht einfach sehr schön ebenmäßig aus. Nur die Farbe ist halt ein bisschen orange. Ist schon ziemlich warm, oder? I don't know. You tell me. Ich glaube, als nächstes werde ich mir einfach mal meine Wimpern aufkleben. Das hier sind Ardell-Wimpern. Ich weiß, ich benutze normalerweise immer Foaming-Wimpern, weil das halt so schön weich aussieht und das so ein bisschen mehr nach Plastik aussieht. Aber Leute, wenn man Bilder mit Blitz macht, auf denen man die unteren Wimpern in getuscht sieht und dann oben so richtig weiche Wimpern hat, ich finde diesen Kontrast dann irgendwie so ein bisschen komisch. Und ich habe zum Beispiel bei Carly Bible ihre Instagram Bilder mal so richtig unter die Lupe genommen, ne? Weil ich immer in ihren Videos sehe, dass sie so Ardell-Wimpern und so benutzen. Ich muss sagen, auf ihren Blitzbildern sieht es aus, als hätte sie einfach von Natur aus die krassesten, längsten, vollsten Wimpern, weil sie sich diese Wimpern aufklebt und die dann nochmal so ein bisschen tuscht. Genau aus diesem Grund wollte ich unbedingt mal solche Ardell-Wimpern ausprobieren. Ich habe noch so ein anderes Paar im Auge, was ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Nummer 700 ist es, glaube ich. Aber was ich auch schön an denen finde, die sind halt nicht so voll, wie wir es von manchen Wimpern gewohnt sind. Was ich mal eine schöne Abwechslung finde, ich glaube, dass ich mir noch so ein bisschen von diesem neutralen Braun auf diesen Kajalstift geben möchte. Jetzt gebe ich mir auch meine Wimper auf. Die hängt hier jetzt unten so ein bisschen runter. Ich habe die, glaube ich, ein bisschen zu weit außen aufgeklebt, aber ich habe keinen Bock, es zu wiederholen. Ich bin jetzt noch ein bisschen über den Wimpernkranz gegangen mit einem Eyeliner, das bereue ich jetzt schon. Ich tusche mir dann jetzt mal diese Wimper. Bevor ich das andere Auge auch so mache, möchte ich halt erstmal sehen, wie das denn nun überhaupt aussieht so. Ich weiß nicht, was fehlt. Vielleicht eine dunkle Wasserlinie? Oh, ich glaube, das ist er. Ich nehme mir jetzt ein bisschen von meinem Bronzer und gebe mir das auf diesen unteren Wimpernkranz auf. Weil ich weiß, dass es gerade voll stört, dass ich auf der anderen Seite meine Wimpern noch nicht aufgeklebt habe und hier schon weiter schminke. Aber ich muss gerade ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommen, wie das Endergebnis hiervon aussehen könnte, bevor ich weitermache mit der anderen Seite. Das gefällt mir schon mal. Deshalb gehe ich dann auf so einen ganz kleinen Pinsel M149 von Morphe rein in eine Mischung aus Desert und Chocolate Chip. Das gebe ich mir dann nochmal etwas näher an den unteren Wimpernkranz auf. Nee, ich nehme nur Chocolate Chip, das dunkle Braun. Und jetzt Wimperntusche und ich glaube, dann gefällt mir das auch. Was ich auf dieser Seite noch eben gemacht habe, was ich auf jeden Fall auch noch auf der anderen Seite machen möchte, ist, mir den LA Girl Glide-On Eye Pencil zu nehmen in der Farbe Brown, heißt der einfach. Und den habe ich mir hier außen aufgegeben, weil der mir so ein bisschen mehr Tiefe verliehen hat. Und den habe ich dann wiederum ausgeblendet, indem ich einfach wieder den ersten Kajalstift darüber gegeben habe. Ich mache alles wirklich in einer komischen Reihenfolge heute, aber ich weiß halt auch wirklich nicht, was ich will. Also, ich nehme jetzt so ein bisschen von diesem Lippenprodukt weg und trage mir dann einen Highlighter auf. Auch hier so auf dem Nasenrücken. Das ist der Fenty Beauty Kilowatt Highlighter in Mean Money und Hustler Baby. Auf meinen Wangenknochen highlighte ich zurzeit ja nicht, weil mir das irgendwie voll gut gefällt, wie meine Wangen einfach so definiert sind. Ich weiß auch nicht. Ich gebe mir einfach mal diesen matten Ton aus der Anastasia Beverly Hills Sultry Palette auf meinen inneren Augenwinkel und gucke, wie mir das so gefällt, ob mir das gefällt, ob ich mehr möchte. Ich habe mir beim DM auch noch einen Lip Liner gekauft. Ich glaube, ich hatte den schon mal. 210 von Trended Up. Locker hatte ich den schon mal, aber ich habe den jetzt so 1, 2, 3 nicht bei meinen Lip Linern gesehen.
Ich habe so ein kleines bisschen übermalt. Das ist der Kim KW Lippenstift von Charlotte Tilbury. Es war verdammt viel Geld für einen Lippenstift, aber er ist auch verdammt schön. Sowas kann man doch auch voll gut zu einem Festival tragen, weil diese Wimpern, die sind halt überhaupt nicht schwer. Also ich glaube, die kann man auch locker den ganzen Tag ertragen, ohne dass man sich jetzt dazu zwingen muss. Die Lippenkombi gefällt mir so gut. Ich habe hier einen so einen Glitzerpartikel, der einfach nicht verschwinden möchte. Ich finde diese Mischung aus der Fenty Beauty Foundation und dem NYX Tinted Skin Veil richtig gut. Das werde ich auf jeden Fall weiterhin benutzen. Euch auf jeden Fall auch irgendwie noch auf dem Laufenden halten, ob es mir weiterhin so gut gefällt, wie sich das dann auch im Laufe des Tages verhält. Ich habe ja jetzt gar keine First Impressions gemacht, also ich weiß gar nicht, warum ich euch jetzt noch irgendwie ein Fazit zu jedem einzelnen Produkt gebe. Aber Leute, das ist der Make-up-Look. Er gefällt mir richtig gut, es hat mir voll Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht zuzuschauen. Dabei, wie ich einfach so ein bisschen mit Make-up spiele. Das war es aber auf jeden Fall von mir für heute. Hier könnt ihr sehr gerne meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und ihr keine weiteren Videos von mir mehr verpassen wollt. Und hier könnt ihr auch noch zwei weitere Videos von mir schauen, falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet. Bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss!